Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Magic the Gathering Arena. Ja, wir sind jetzt soweit angekommen, dass wir aktuell zum jetzigen Zeitpunkt zumindest zu den Decks kommen, die ich besitze, die auch den aktuellsten Standardformat Regeln gehorchen. Und als erstes möchte ich euch, ja, mein, sag ich mal, spannendstes, aber nicht stärkstes Deck vorstellen. Genannt Chandras Rache. Warum? Weil, wie der Name es vermuten lässt, es sich alles um Chandra dreht. Was haben wir also hier drin? Um unser Anfang ein bisschen zu schützen, haben wir Schadenzauber. Hier brennt das Drachenfeuer, weil es auch direkt viele genische Kreaturen direkt nicht nur tötet, sondern aus dem Spiel entfernt, also ins Exil. Und damit sie nicht wiederholt werden können, was momentan eine sehr begehrte Taktik ist. Um es ein bisschen zu beschleunigen, Chandras Glutkatze, denn ja, man kann sie tappen, um Mana für Elementare oder für Chandra Planeswalker zu kriegen. Und zuletzt wollen wir Chandras Regulator, ein wirklich perfektes Artefakt in dem Deck, ist auch eine der wichtigsten Karten. Und ja, zielt halt darauf ab, dass wenn man eine Chandra-Fähigkeit wirkt, man einen Mana zahlen kann, um sie einfach nochmal zu wirken. Loyalitätspunkte tut das nicht extra kosten und auch nicht extra bringen, aber die Fähigkeit triggert zweimal. Das ist in einem Chandra-Deck natürlich ganz essentiell. Und als schöner Nebeneffekt, man kann das Ding tappen für einen Mana und eine Karte abwerfen, um eine neue zu ziehen. Chandras Triumph, ein weiterer Schadenzauber, der billig ist, und mit Chandra zusammen macht er sogar 5 Schaden, damit können wir so das meiste weghauen. Etwas zur Beschleunigung ist für 2 Mana der durchgebrannte Dampfsippler, der immer, wenn man eine rote Karte spielt, eine Marke kriegt, bis er 3 hat, also 4-4 ist, und dann kann man die entfernen für 3 Mana. Ist in einem rein roten Deck immer sehr gern gesehen, ist auch ein Elementar, heißt, wir können auch mit Chandras Glutkatze ihn auch noch raushauen. Dann kommen wir zur ersten Chandra, Dienerin des Feuers. Ja, sie wird oft in Kombination mit Elementarwesen-Decks gespielt, weil sie einfach 2 Elementare raushaut, die dadurch sehr stark werden können, auch wenn die wieder geopfert werden. Hier hat sie eher eine defensive Natur. Und als Supporterin, der erste Effekt ist hier wichtig, denn alle Chandras kriegen Loyalitätsmarken, was dazu führt, dass sie insgesamt mehr haben, mehr aushalten. Aber auch, dass wir ihre Fähigkeiten, ihre Starken häufiger einsetzen können, in Kombination mit Chandras Regulator, führt das zu teilweise sehr, sehr starken Kombos. In der Defensive, die letzte Fähigkeit, da verliert sie zwar 2 Loyalitätsmarken, aber wir können nochmal einen Zauber aus unserem Friedhof wirken. Kombiniert mit dem Regulator können wir also bis zu 2 Zauber nochmal wirken. Problem, die kosten uns trotzdem Mana, ist also jetzt nicht so eine Imba-Fähigkeit. Gut passt ja auch die Zauberverschlinger Seltsamkeit rein, denn wir haben hier relativ wenig Kreaturenzaubersprüche drin. Das heißt, das Ding kann sehr schnell sehr stark werden. Dann eine weitere Chandra, Chandra Feuerformerin. Die ist einfach nur da, damit wir ein bisschen Karten ziehen können. Und wenn sie Schaden kriegt, dann, oder wenn sie mit Loyalitätswahl entfernt sind, nicht mal wieder Schaden kriegt, auch wenn wir sie entfernen, dann kann sie direkt einen Gegner Schaden machen oder einen gegnerischen Planeswalker. Genial in den Deck, aber bisher bin ich noch nicht dazu gekommen, den effizient zu spielen, ist der wiederholte Widerhall. Und mit dem können wir eine Loyalitätsfähigkeit oder eine Hexerei oder einen Spontanzauber doppelt nochmal wirken, nachdem wir ihn aktivieren oder spielen. Aber wie gesagt, da bin ich noch nicht zu gekommen. Der ist allerdings genial in der Kombination mit, wo ist sie? Genau. Mit ihr, ihrer -3-Fähigkeit, Chandra fügt jeder Nicht-Elementarwesen-Kreatur 3 Schadenspunkte zu. Mit wiederholtem Widerhall wären das mal direkt 9 Schadenspunkte. Damit kriegt man quasi alles weg. Einziges Problem ist, unsere Zauberschlinger-Seltsamkeit wird das auch nicht überleben, aber das ist meist nicht so wichtig. Auch die erste Fähigkeit ist damit in Kombination schön. Der Gegner kriegt ein Emblem, was ihn immer einen Schaden macht, dann kriegt er halt 3. Ihre letzte Fähigkeit ist jetzt nicht so mega, finde ich. Man kann halt für x Marken x Schaden machen. Wen wir jetzt übersprungen haben, ist Jaja, verehrte Feuermagierin. Die ist kein Must to have, sondern nur nice to have. Geht auch eher um ihre passive Fähigkeit, die oben steht. Alle roten Quellen machen einen Schaden mehr, außer sie selbst. Und sie hat als zweite Fähigkeit, dass er 2 Schadenspunkte für 2 Loyalitätsmarken raushaut. Last but not least ist Chandra, Zorn der Flamme. Für 1, also plus 1 macht sie 2 Schaden, für minus 2 macht sie 4 Schaden an der Kreatur und 2 an ihrem Beherrscher. Und für minus 8 fügt sie den Spieler und jede Kreatur der hat 10 Schadenspunkte zu, räumt damit spätestens dann das Feld leer, wenn wir
dann nochmal Chandras Regulator spielen, dann triggert das zweimal, das wäre für den Gegner direkt 20 Schaden, meistens sofort tot. Und dann halt noch 22 Gebirge, damit wir das Zeug auch irgendwie spielen können. Ist eigentlich als Rush-Deck gedacht, wie ihr seht, vom Aufbau her halt auch, für zwei Mana haut man Sachen raus, immer mehr Sachen raus und eigentlich dient das ganze Deck drumherum nur dazu, die Chandras am Leben zu halten, mit denen man dann den Gegner besiegt, am ehesten mit ihrer Fähigkeit. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, sollte Rush sein. Läuft meistens aber nicht so gut. Ich weiß nicht genau warum. Obwohl eigentlich die Mana-Kurve, wir sehen es hier oben, ideal ist, wenn wir jetzt mal unterstellen, dass wir keinen Ein-Mana-Zauber haben. Gut, schauen wir das mal in der Praxis an. Vielleicht klappt es diesmal, dass ich wirklich mal auch den wiederholten Widerhall richtig genial spielen kann. Und ich habe mir bei dem auch eine Frage gestellt. Wenn ich wiederholter Widerhall spiele, wird der nächste Spontanzauber, Hexerei oder Loyalitätsfähigkeit zweimal kopiert. Was ist denn, wenn ich nach wiederholter Widerhall nochmal wiederholter Widerhall spiele? Wird der dann auch zweimal kopiert? Technisch gesehen also dreimal wiederholter Widerhall gespielt? So dass ich dann das danach, was ich mache, neunmal getriggert bekomme? Das wollte ich gerne mal testen. Müsste eigentlich auch mit unseren, wo sind sie? Da Dampfzippler irgendwann mal klappen. Habe es aber leider noch nicht geschafft. Mal sehen, ob wir das in einer der kommenden Partien schaffen. Ansonsten, falls einer von euch das mal machen sollte, werde ich mich um eine Rückmeldung freuen. Stelle ich mir spannend vor, gerne natürlich auch als kleines Video. So, unser erster Gegner ist Ginger, würde ich mal behaupten. Vorsätzlich falsch geschrieben oder eine andere Bedeutung, ich weiß es nicht. So, Stadthand sieht eigentlich ganz nett aus. Mal schauen, wie weit wir damit kommen. Problem, kein Schadenzauber auf der Hand. Rein grünes Deck. Okay. Mal sehen, in welche Richtung sich das noch entwickelt. Hauen wir erstmal unseren durchgebrannten Dampfstippler raus. In der Hoffnung, dass wir ein bisschen Mana generieren können, um schnell zu unserem Schlachtplatz zu kommen. So. Du wirst dann das nächste Mal. Gucken wir mal, was dagegen machen kann. Okay. Mhm. Gut, das Problem ist, er zieht auch kein Mana. Ach, er wollte mit Nicole spielen. So, haben wir jetzt die Oberhand allerdings nicht durch können. So, jetzt haben wir Chandra raus. Gut, die ist flugsicher. So, fügt dein Ziel deiner Wahl 2 Schaden zu, klappt nicht. Obwohl ein Ziel meiner Wahl kann auch ein Gegner sein. Ne? Und den darf ich noch bestimmen. So, alle greifen an. Jetzt entfernen wir unsere Marken, um den rauszuhauen. Das war der erste Sieg. Aber wie gesagt, der war durch Glück, war doch eher weniger befriedigend. Okay, unser zweiter Gegner ist Kotara. Na, mal schauen, wie das wird. Okay. Das sind drei Länder, ich muss ja sagen. Aber ansonsten, der Rest der Hand, gefällt mir nicht. Witz ist an dem Deck, die meisten Karten kosten ja 2 Mana und es ist trotzdem technisch gesehen für die meisten aktuellen Decks einfach zu langsam. Ergibt nicht viel Sinn, macht keinen Spaß, ist aber eine harte Wirklichkeit, mit der man sich anfreunden muss. Viel zu gut. So, hauen wir unser erstes Schand heraus. Und haben wir auch einen Zauber. So, man könnte jetzt ein bisschen Schaden machen.
Mach ich auch nicht so gerne, Deck bringt nichts. Viel besser ist es, vor Loyalitätsmonster, weil die dienen eigentlich dazu, um meine Zauber mehrfach zu wirken. Das brauche ich auch, um mir die Gegner zu geben. Aber ansonsten bräuchte ich es, um den Gegneransturm zu vermindern. Deswegen erstmal für nix. Can't believe Mother Ludi gave us homework. Ich habe kein Mana mehr, ne? Hier zum Beispiel nutzen wir ihre Fähigkeit oder nutze ich sie nicht. Ich nutze sie aber in anderen Reihenfolge. Erstmal machen wir den weg. Und dann spiele ich den Zauber nochmal mit ihrer Fähigkeit. Ja, und dann hebe ich mir auf. Zack. Und hau den weg. Ja, ich mag zu denken, auf meinen Füßen. Wir greifen nicht an, dann können wir den nächsten Zug. Ach, 5. Ha, nur für Chantra-Zaubersprüche. Also entweder sie will mir Mana ziehen oder sie. Wenn nicht, halt nicht. Ich glaube, er braucht die sogar mehr als ich sie. Oh ja, die ist so toll. Aussehen her, ich mag die übelst. 2? Ja, 2, gut. Gut, müssen wir jetzt machen. Damit wir zumindest hier ein bisschen loswerden. Die bufft immerhin alle. Warte uns so. Ganz so ein bisschen stärker. There's no problem. Fire can't solve. Keine Angriffe, Zug beenden. Und ich frage mich gerade wieder, wie geht das? Ich spiele die ganzen Karten raus und er hat trotzdem mehr als ich draußen und so. Jetzt zieht doch gar keiner nach. 46 im Deck? 48 im Deck, doch okay. Muss irgendwie nachgezogen haben. Moment, das brachte ihn das nicht? Das brachte ihn das nicht. Warum? Warum hat er mehr Karten als ich gezogen? Ich weiß es nicht. Das ist die Frage aller Fragen, wen oder was geben wir auf? Sie nützt uns ja eigentlich nichts mehr, von daher. Aber wahrscheinlich hat er noch irgendeinen krassen Buff, den er jetzt vielleicht raushaut. Ich muss trotzdem aber wenigstens so tun. Ah, okay, komm. Nicht Menschenkreaturen. Ja, es sind Soldaten, nicht Menschen. Kreaturenkarten für mich das Spiel gegen ihre Bibliothek gespielt. Tut weh. I've had worse. Schaut mal, wiederholter Wiederhalt. Ja, leider alleine bringt der nichts. Ist trotzdem immer noch nicht. Ja, damit haben wir recht. Ist auch richtig so, dass das macht strategisch.
So, oh, wir können Chanta raushauen. Contra. Wir haben davon nichts. Er machte mir den nächsten Zug tot. Wir lassen es sein. Wenn ich sie schon opfere, dann will ich ihn ins Parkappenmeer rausholen. Na, kommt jetzt wieder so Flächenbonus? Nein. Das Mal von ihm hat er auch nicht gekauft. Okay. Jetzt müssen wir was tun. Na ja, gut, dann ist es da los. So, wenn er jetzt was zum Buffen hat, ist die Sache eh vorbei. Sonst mal schauen. Stimmt, den hat er glaube ich gespielt vorhin schon mal und hat sich Landriss. Daher kam die Differenz. Aber bringt doch nichts, wenn wir sterben. Stopp, ich bin erst unseren Regulator. Und dann nutzen wir ihre erste Fähigkeit zweimal. Abwerfen möchte ich nichts. Verhindern kann ich das nicht. Ich würde sagen, wir haben ja noch ein paar Mal drin. Hope it's not too hot. Oh, looks like someone's getting a little sweaty. So, jetzt kriegt er jeden Zug 2 Schaden. Es wären noch 8 Züge aktuell, aber muss er irgendwo anfangen, ne? Problem ist, jede Gefahr, die jetzt kommt, ist für uns auch saugefährlich. Wir können einmal Chantra mehr oder weniger opfern, um sie dann nochmal rauszuhauen. Aber danach wird's eng. Was? Wir erhöhen mal ein bisschen Druck. Jetzt ihre erste Fähigkeit. Dreimal. So, ich hoffe, dass er dann Druck reicht. Es bleibt spannend. Machen wir es nochmal. Nee, den hätte ich jetzt doch schon gerne in der Hinterhand. Hope it's not too hot for you. Ja, verrechnen wir. Ich glaube, wir haben Glück, dass er gerade irgendwie nur Länder zieht anscheinend. Bin mir nicht ganz sicher.
Let's get ein Sicherheitsschild können wir auch bauen. Catchen. Alle verrechnen bitte. Ja, jetzt 7 Schaden pro Runde, das ist schon echt viel. Okay. Aber er hat die Dinger trotzdem noch drauf. So, spielen sie aus, um ihn zu stärken. I'm Chandra, the immolation sensation. So, wenn er jetzt nichts machen kann, auf der Tod sein. Deswegen sollte ich mal ganz nett einfach gutes Spiel. Hope it's not too hot for you. Gut, das war's für ihn. Boah, die Partie hat sich nicht gezogen. Okay, das war unser zweiter Sieg. Unser dritter Gegner ist Shisponi. Hoffe ich, vom Namen her. Ja, Stadthand sieht eigentlich ganz angenehm aus. Genug Mana, gute Combo. Könnte was werden. So, sagen wir mal ganz nett. Hallo, hallo. Mal sehen, was jetzt kommt. Der Rot, Grün, Blau. Fast alles ist möglich. Zunächst erstmal weg. Na, was machst du? Grübeln, nachdenken, Strategieplan. Und wir gedulden uns. Und planen, dann das Land zu spielen, ihn zu spielen, die Kreatur, die er spielt, hier mit zu töten, dann hierauf hier einen Markt zu haben, im Zug darauf Chandra zu spielen, je nachdem, was er spielt, und Handschein welche. Das stinkt nach Aufblitzen. Kann ich nicht gebrauchen. So, mal sehen, was jetzt Böses, Diabolisches aus seiner Westentasche kommt. Schau dir oben drei Karten deiner Bibliothek an. Ist okay. Oh. Auch interessantes Gerät. Ein Flamethrower affected the perfect storm. The forces of nature can show us many things. Für dein Ziel meiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. Das heißt, wir greifen dann an. Ja, ich denke, wir machen das so.
Angst, dass er was mit aufblitzen hat, was ich nicht stoppen kann. Aber das Risiko müssen wir eingehen. Good aim. Das habe ich natürlich nicht weit genug gedacht. Das hätte ich vorhin trotzdem machen müssen. Um genug zu haben, aber gut. Geht trotzdem noch auf. Aber so bestimmt. Gut, jetzt können wir. Ja, ich würde sagen, essen Sie was von. Kann ich nicht? Klar kann ich. Kann auch nicht neutralisiert werden, als Fahrer so einen Count auf der Hand hat. Jetzt der ihm für die zumindest nichts. Gut, das mag sein, aber trotzdem kommen meine Schranken. I know who I am. And no one is telling me what. Du kriegst aber jetzt Weg zu entscheiden. Looks like someone's getting a little sweaty. So, und jetzt heißt es für uns, überleben. Egal, was kommt, überleben. Sieht sehr schön aus, die Animationen. Werden jedes Mal besser. Hey, die kenne ich doch! If you haven't heard of me, then get ready. No pressure. So, jetzt müssen wir überlegen, wie machen wir das? Ich habe eine Idee, muss aber noch Gedanken dazu machen, ob die mir gefällt. Erstmal greifen wir an, wir hoffen, dass nicht zu viel aufblitzt. Gut. If you wanna fight, you got it. Ich nehme mal ihre Minus-X-Fähigkeit. So. Chantra tötet Chantra an den Fernseher aus Spiel. Welche Runde? Bringt Leben und. Nein, ich bin nicht der Hause. Oh, tingly. Or. Danger only makes field research more interesting. Den spiele ich jetzt aber auf jeden Fall. Hauptsächlich deswegen. Ich könnte jetzt nochmal wiederholter Vital spielen. Es wäre so schön, das mal zu testen, aber es ist strategisch voll unklug. Scheiß drauf, ich teste es, ich will es wissen. Klappt es? Es hätte wahrscheinlich geklappt, keine Ahnung. Okay, damit haben wir gewonnen. Das ist unser dritter Sieg. Ich sag bis zum nächsten Mal und mögen die Gaming-Götter euch hold sein. Tschüss!